Ja, Andi. Ja, Christian. Da sind wir wieder. Mit dem wahrscheinlich futuristischsten Moped-Design, was das gab. Aber wirklich, du. Ja. Ich habe so ein Ding das erste Mal gesehen, als ich 1990 in der Lehre war. Stand so ein Ding in einem Museum rum und das konnte ich dann irgendwann mal kaufen. Ein Jahr später. Und das war das Anfang hier. 91. Mir war genau die gleiche Maschine, aber in unrestauriertem Originalzustand und als Kleinkraftrad. Und das hier ist ja leider nur die Moped-Version. Ja. Und die ist, ich sag mal, für das ganze Blech, was sie durch die Gegend schleppen soll, ist die Motorisierung etwas mau. Zu schwach. Deswegen habe ich einen Kleinkraftradmotor besorgt. Ah. Und den dachte ich mir, fummeln wir da mal rein. Ja. Wie kommt man denn hier an den Motor ran? Ja, das zerlegen wir jetzt alles mal ein bisschen. Ist alles verkleidet. Ja, erstmal muss dieses Ziergittergelump da ab. Ja. Aber ich glaube, das ist alles gar nicht so schlimm. Aber wie schön das alles gearbeitet ist. Ne? Das ist so, ja, ist abartig, ne? Hochwertiges Material. Nur vom Feinsten. Ja. Ich fang mal an, du. Ja, ich auf der anderen Seite hier. Erstmal diese Verkleidung ab, wa? Ja. Oh, Alter. Die haben sie mit Schraubensicherung reingeballert. Junge. Das ist aber das Endfass. Ah, die dreht mit. Dann brauchen wir zwei Zähne, ne? Look nicht, mach dir eine Nussklaue. Kannst du ja mal gegenhalten hier, Krisch unten. Ja. Du kommst ja gar nicht ran, wir müssen das umgedreht machen. Kommst du da hin? Ja. Du hältst einfach und ich. Ja. Ah ja, den Vogel raus. Geht das so, ja, ne? Jo. Das ist das teuerste Stück am ganzen Moped. Das glaube ich. Das ist noch selten sowas, gibt's gar nicht mehr. Das haben sie früher immer abgebaut, damit sie an den Motor besser rankommen. Und dann wurde es in den Knick geschmissen und war weg. So. Wir brauchen wieder eine Magnetschale. Ja, unbedingt. So, ich mache hier mal den Auspuff. Willst du den Kicker rausnehmen, oder? Das Schalthebel muss auch ab. Muss ja alles ab hier. Diese, glaube ich das gar hier nicht. Muss ab. Ne? Oh Gott. Fällt einem schon gleich entgegen hier alles. Oh. Ich würde sagen, einmal die Fußrasten runter. Was ist das, 19? Mhm. Sieht so aus, ne? Aber musst du diese Schaltgestänge ab? Ist das an dem Motor dran? Das ist am anderen Motor, meine ich, dran, ja. So ist er. Ja, also da ist alles dran. Ne? Aber ja, wie machen wir das denn? Das, eigentlich kann das dranbleiben. Ja, ich denke das auch. Aber wir müssen irgendwie an die Kette rankommen. So. 22, 18. Ist da ein Vergaser dran? Ja. Das
So, noch mehr die Fußrasten fummel ich ab. Ja. Ist da auch eine Lichtmaschine drin, alles eigentlich. Ja, ja. Der Vergaser, der ist ja hier versteckt, ne? Ja, wo ist, bekommen wir denn da hin? Oh. Dann muss ich mal hier gucken kommen, Andi. Das ist das erste Mal, dass ich an so einem Moped schraube. Dann zeige ich Sie mal, wo der Vergaser sitzt. Da in der Klappe drin. Ne? Nein. Ja. Ist das hier Schok? Das ist der Schok, ja. Ja, klasse. Oh, aufwendig, ne? Aber sich ja, das ja. Überlegt. Was die extra eine Presse für so ein blödes Blech hier gebaut. Mhm. Und den kannst du jetzt nämlich ziemlich leicht da abschrauben. Ja, mache ich. Da oben. So, ich habe ihn. Sehr schön. Dann müssen wir ihn jetzt aufmachen und das Kabel rausholen, ne? Ja. Guck mal, ich habe hier einen kleinen Schraubendreher für die, kommst du hin, ja, für die Verschraubung da oben. Die haben sich das echt nicht so. Haben sich das nicht leicht gemacht? Leicht gemacht. Ach so, jetzt habe ich das verstanden. Ja. Mann, was ein Aufwand. Warum haben die das so gebaut? Weil sie es konnten. So, und jetzt kann der Deckel ab hier. Ich glaube, das hängt alles irgendwie damit zusammen, dass sie ja ab 57 haben sie die Führerschein-Vorschriften geändert. Und da ging das ja rapide bergab mit Mopeds. Ich glaube, die haben 1956 oder sowas, haben die über 800.000 Mopeds in Deutschland gebaut. Von 100 Herstellern. Und Ende 1957, da hat sich das erledigt. Denn. Da waren dann von den 100 Herstellern schon irgendwie 70 nicht mehr da, waren pleite innerhalb von einem Jahr. Alles weg. Ja, und dann hat man sich eben überlegt, wie man auf die Kette kriegt. Guck mal hier, haben wir Glück. Oh, wie kriegst du die denn da wieder nachher zusammen? Oh. Können wir vorne zusammen machen, hier rein, oder? Das Ritzel kriegst du ja auch nicht ab, so einfach. Ja, Ritzel ist ja drauf auf der anderen Karte. Und den hier abkriegen ist auch nicht so einfach, ne? Der muss einen Stoßdämpfer abbauen. Oh, den nee. Abbauen. Oh. Aber das muss man sich mal reinziehen, dass da irgendwie innerhalb von einem Jahr 70 Moped-Firmen pleite gegangen sind, nur weil sie die Gesetzgebung geändert haben. Das war doch früher so, diese mit dem kleinen Kennzeichen, das war immer die alte Klasse 5, ne? Ja, so mit ohne, also kein Führerschein brauchtest du brauchtest keine Versicherung und gar nichts für die Dinge. Ach so, und dann kam diese Führerscheinklasse. Und dann haben sie das ja geändert. Ja. Und dann gingen ja die Produktionszahlen in den Keller. Nebenbei natürlich nicht zu vergessen, dass dann auch das Auto interessant wurde. Mhm. So Goggomobil und diese ganzen Kleinwagen kamen dann, ja. Ja. Ja, und dann war irgendwann ziemlich der Ofen aus. Und ich glaube 1958 wurden dann DKW, Victoria, jetzt ist er drin, ein Glück. Nee, eben nicht. Da hätten wir einen Draht dran machen müssen. Hätten, haben wir aber nicht. Ja, kriegt man schon. Die holen wir uns wieder, du. Ja. Ja, auf jeden Fall waren die fast pleite alle. DKW Victoria Express. Express soll echt geil gewesen sein. Da haben sie angeblich die Mitarbeiter, da war so ein Manager, der war wohl den ganzen Tag angeln und hat wohl auch Olli eingekippt. Hatte wohl immer einen Intus und da haben die Mitarbeiter wohl die Hälfte der Produktion abends mit nach Hause genommen, zu Hause zusammengeschraubt und am Wochenende verkauft. Nee. Unter Marktpreis. Ja, ja, das soll echt schlimm gewesen sein. Ja. Und irgend so ein komischer Vogel, der hat dann die ganzen Reste davon aufgekauft. Ja. Und hat dann die Zweirad-Union da draus gemacht. Die dann aber, ich glaube, 1965 auch schon wieder im Eimer war. Ja, ZU hieß das ja immer. Ja, ja, genau. Ja.
Zweirad-Union, ja, die muss hier ran. Guck mal hier, Kameramann, eine Zweirad-Union-Klingel. Nicht bei Herrn Feldmann im Regal. Schön, ne? Ja, aber du kannst das ja nicht mal hier ranbauen. Nee, da gehört eine andere Klingel ran, die habe ich zu Hause noch liegen. Die ist noch nicht fertig. Die kommt hier unten rein. Ja, da ist mit Seilzug. Da ist sie versteckt und dann mit Seilzug. So, oh meine Güte, was ein Aufwand, ne? Ja. Eine Seilzugklingel. Ja. So, der Ausdruck muss ja auch noch irgendwie ab hier. Ja. Ach, hier hast du da schon lose? Ich brauche noch mal die Zingernuss da. Ja, wollen wir hoffen, dass der Motor auch läuft. Er soll überholt sein. Ja, den hast du auf dem Teilemarkt gekauft. Den habe ich in Mannheim gekauft. Da ist immer ein älterer Herr, ich weiß gar nicht, Horst oder so heißt er. Und bei dem habe ich schon mehrfach Moped-Teile gekauft. Ja. Der ist gut. Und der sagte, er hätte den Motor auseinander gehabt und der sei einbaufertig. Man kann ja viel erzählen, ne? Boah, aber ich, zu so alten Leuten habe ich eigentlich immer ganz gutes Vertrauen. Ja. Das sind nicht so. Kann aber auch mal in die Hose gehen. Ja. Aber das Investment war übersichtlich. Der Auspuff ist ja hier aufwendig angeschraubt. Mit 3, 4 Schrauben. Das ist unglaublich. Und der Auspuff, der meinst du, der passt? Der sollte passen, ja. Vom Primär her so. Ja. Ne? Meine Güte. Ist das. Wer hat das bloß gebaut? Ja, die haben da drin die Rettung gesehen. Was für eine Rettung denn? Ja, die Rettung vor der Pleite. Ja. Das gab doch dann hier, gibt doch von Victoria die Avanti und so diese Angeber-Motorräder. Oh, wir haben Mopeds. Das hier dreckig gemacht. Ja, müssen wir gleich noch reinigen, sonst kriege ich Mecker von mich. Ach so, damit meinst du, da haben sie die Wirtschaft hier wieder angekurbeln wollen mit so einem Moped hier, mit so einem Design. Ja, auf einmal hatten die ja Fußrasten und Fußschaltung, denn die ersten hatten ja nur reine Einsitzer, dann kamen die Zweisitzer, hängt er noch irgendwo. Kannst du ja hier den Auspuff abhaben. Oh Mann. Bewegt sich gar nicht, oder? Ist da noch eine Schraube, oder? Nee, kann ja, eigentlich nicht. Ne? Ah, kommt. Der ist aufwendigst verschnöpft. Ja. So, jetzt fühlt sich das so an, als wenn da noch irgendwo eine Schraube drin wäre. Ja, hier sind noch 2 Schrauben drin, Krischow. Denn sollen wir ja mal auch weitermachen, ne? Jetzt habe ich eine los und jetzt kommt die andere. Jetzt muss ich mal festhalten. Ja, tu ich mal. Deswegen den Lack auch gucken, ne? Pass bloß auf, du. Oh. Das ist ja wieder mal total klasse. Du kriegst die Schraube nicht raus, weil die Schwinge jetzt da stört. Was ist das denn, du? Gib mir mal eine Zange, dann zieh ich die mal raus. Aber das sollte eigentlich gerade dran vorbeigehen. Ja, muss. Ah, die ist noch fest. Also die sitzt noch im Gewinde drin. Ich brauche mal 14. Hast du 14? Die Schraube muss ja hier dran vorbeigehen. Ich meine, die geht auch gerade so ein Sackhaar dran vorbei. Ja, aber so richtig auf Mühe. Was denn noch? Ich weiß noch nicht, wo er noch so ein bisschen hängen tut. Da kommst du auch nicht richtig ran, ne? Zumindest nicht von meiner Seite. Hm. Oh.
die Kupplungsseil noch drin. Das Kupplungsseil ist noch drin. Boah, wie kriegen wir das denn ausgehakt? Wenn ich das mit deine... Soll ich mal den Hebel oben abschrauben, den? Das wäre vielleicht das Einfachste, ja. Ist ja alles sehr versteckt, muss man sagen, ne? Ja. Ja. Das mit dem Schraubendreher hochgeht. Ja, mal gucken. Ja. So. Guck mal, aber das war doch jetzt gar nicht so schlimm, oder? Doch. Guck mal, wie aufwendig hier diese Schaltmimik. Die ist nämlich auch so ein Problem bei genau diesem Motor, weil die nämlich ausgejackelt ist. Oh. Naja, das lässt sich, guck mal, die muss ja eigentlich jetzt schnöpfen. Da reinhaken, ne? Genau, und das tut sie immer nicht. Und ja, und bei dem anderen ist das alles gut, oder? Bei dem anderen, Meine Güte, du. Guck mal, der nimmt die so mit. Da funktioniert das. Und hier die Kupplung. Auch mal bewegt werden in die andere Richtung, ne? So. Tut sich da was? Kann man so nicht wirklich fühlen. Die arbeitet gar nicht, ne? Das. Ich habe fast den Eindruck, Andi, das Zahnrad hier ist größer, ne? Wegen der Höchstgeschwindigkeit. Guck dir das mal an und guck dir das mal an. Das ist kleiner, ne? Boah, viel kleiner. Dann tauschen wir die noch. Ja, ja, das müssen wir. Aber wie geht die Kupplung denn, ne? Wie ist das mit dem Motor denn, ne? Ja, ich muss mal den... Die geht gar nicht. Der federt nichts. Hat er mir den Motor ohne Kupplung verkauft? Nein, nochmal andersrum. Auch nicht, ne? Doch, da kommt was. Das fühlt sich gut an. Ja? Ja, so muss er, genau. Na, jetzt rutscht er durch, wenn ich ihn festhalte. Ja, ja, aber das wird schon hinkommen. Ja, sehr schön. Alles wieder geklärt. Alles. Da müssen wir das Kettenrad ja nochmal ändern, wa? Jo, ich wegen der Geschwindigkeit, ne, Krischow? Ja, genau. Nachher machst du den Drehzahlkönig, aber kommst nicht aus dem Quark. Dafür nehmen wir jetzt den Deckel hier einmal ab. Den muss ich ja hier auch machen. Ach nee, hier ist da ist ja gar keiner dran. Nee. Warte mal. So, das muss jetzt runter hier, das Zahnrad. Da ist eine Schraubensicherung, die müssen wir erstmal abhauen. Da kommt man ja nicht mal mit der Nuss hin. Nee, man muss jetzt... Muss ja der Deckel auch? Ja, ja. Oh, aber Mann, das ist total einfach. Das nein, das ist alles schwierig. Oh. Du musst alles auseinander. Ich helfe, ich kann nur zündern. Kann sein, dass wir die Kerze noch rausnehmen müssen. Klöderkram. Ja. Oh, das ist ja ganz einfach, Christian. So, das ärgere ich, ne? Brauchst gar nicht meckern. Das haben die sich ja gut überlegt. Oder ist das jetzt nachgerüstet? Nee, das gehört so, ne? Das ist, würde ich sagen, gehört so. Original, ne? Meine Original. Fehlt bloß immer. Ja, dann können wir auch eine Nuss nehmen. Da, nimm mal eine Nuss. Eine Nuss da oben. 20, 21. Der ist gestreckt. Ja, die ist kaputt. Ist das 19? Ja. Dann musst du da die goldene Nuss nehmen. Den hier.
Genau, jetzt noch die richtige Richtung, ne? Und dann halten wir das Motörchen fest. Schon ab. Geil, ne? Die Druckluftschraube ist herrlich, ne? Wunderbar, ja. So. Das tun wir mal weg, das kommt zu dem anderen Teil. Wir müssen das so machen, wenn der Motor drin ist und das Kettenrad ist hier dran. Ja. Dann müssen wir, ich hole mal ein Draht. Also wir können auch ganz schnell die Dinger abbauen. Das sind 3 Schrauben hier, zack, zack, zack. Na gut, ich glaube, das ist einfacher, ne? So. Ja, ich glaube auch. Ich mach mal das Kettenrad hier fest. Mach du mal Kettenrad. Oh, Alter, die haben alles mit Schraubensicherung. Ja, wo ist denn jetzt die Mutter geblieben? Die steckt in der Maschine. So, das Ding ist ab. Dann muss das Hinterrad noch weiter nach vorne, ne? Wegen der Kettenlänge. Ja. So kommt eins zum anderen. So. So, Andi, das Ding habe ich ab. Ja, sauber. Da kann man jetzt gut die Kette wieder reinmachen. Das war jetzt auch nicht so die große Tat. Du, der Vergaser ist ja auch nicht was größer. Du. Ja, das eine ist ein 12er, das hier ist ein 17er. Ja, das kannst du schon mal wieder einhaken, ne? Da fehlt eine Schraube. Ja, können wir vom anderen nehmen. Jo. Müsste passen, ne? Ja. So, dann könnte der Motor. Ich lege hier schon mal hier hin. Ja, ich glaube, ich tausche beide Schrauben hier, die ist auch kacke. Vollkommen überdreht hier der Kopf. Ich mach das ab hier ab. Du. Du kannst das hier unten direkt abkneifen. Andi, das reicht. So, einmal den hier raus da. Dann hole ich jetzt mal die beiden Schrauben von da hinten. Ja, auch wenn man überlegt, wie die ersten Mopeds damals ausgesehen haben. Ich glaube, das war 1953. Da kam die erste. Das ist ja alles ein bisschen Weltwirtschaftswunder, ne? Ja. Die ganzen Dinge, ne? Ich glaube, 1953 kamen genaue gesetzliche Bestimmungen raus, wie ein Moped auszusehen hat. Was? Ja, durfte nicht schwerer als 33 Kilo sein. Durfte. Oh, ich glaube, es gab eine Vorschrift, wie groß die Räder mindestens sein mussten. Also so kleine wie das Ding hat, war nicht zu viel zulässig. Das müsste ja nur auf den Auspuff passen. Das wäre natürlich toll. Nicht, dass der Krümmer dicker sein muss. Nee, das hat beides den tatsächlich 28 mm. So, wir können ja eigentlich den Motor jetzt wieder reinhängen, wa? So. Will er nicht runter? Ja, schwierig. Das ist die vermackelte Schraube. Die ist noch schön hier. Die nehmen wir mal. Oh, da muss aber auch wieder so komische Sezierfinger haben hier für den Scheiß, ey. Geht er nicht runter? Oh, nein. Und dann krieg ich das ganze Ding da rausgezogen. Das will ich ja auch nicht. Sollen wir das gleich mal zu zweit versuchen? So, jetzt habe ich ihn. Ne, der war hier kaputt gebrochen. Da. Oh ja, da fehlt die Ecke. Ja. Das können wir so nicht einbauen.
Nee. Das ist immer so ein Fummelkram, ne? Schön, ne? Ja, ich kenne das. Sauber. Jetzt den Schieber. Schokschieber. Ja. So, jetzt sitzt er. Ja. Soll ich mal Gas geben? Ja. Bewegt sich. Geht? Ja. Gut. Sollen wir hier noch mal ganz kurz reingucken, Hauptdüse? Mach ich mal. Ich nehme die einmal raus, die Düse, und dann mache ich die sauber, ne? Ist die Mini so? Aber die ist frei, kann ich wieder einbauen. Drauf, da haben wir Glück gehabt. Wo steht Victoria drauf? Hier auf dem Gehäuse. Könnte auch DKW oder Express draufstehen. Steht aber Victoria. Schön, ne? So eine Wertsteigerung. Unbedingt. So, gib mal einmal Gas bitte. Vollgas, jo. Jo. Und Schok, jetzt muss ich noch mal hoch. Ja, funktioniert. Dann kann der ja schon wieder rennen, auf der Gase, oder? Ja. Man muss aber die Einstellschraube. Wo ist denn die Zange geblieben? Da die hier, die kleine? Ja. Mhm. Vergessen hast. Die Kupplungshobel. Es war ja so, dass wir den erst ran machen müssen. Du musst ihn nur mal runterkippen. Ja, kein Problem. Dann waren wir etwas zu schnell. Wir? So, wo ist denn der Kupplungsattel jetzt? Hier ist der kaputte. Nee, der. Das ist der kaputte. Oder? Nee, das ist der heile. So, wo ist das Seil da? Ne, erstmal das Seil einhaken. So muss er drauf, ne? Ja. Das Seil ist hier. Ich komm mal rüber. Das ist so ein bisschen. So, und jetzt muss der Motor hoch und dann. Wir machen mal was anderes. Aushaken. Dann kriegen wir noch mal so ein paar Zentimeter Spiel. Warte mal,
kriege ich nicht wirklich. Ist der schon wieder ausgehauen? So, da ist er lose. Warte mal kurz, Anni, ich mach mal hier oben noch ein Stück loser Riege. So. Jetzt hast du so viel. Ist auch nicht viel. So. Jetzt müsste gedreht werden. Warum steht der denn so? Ach so, guck mal. Nee. Wieso? Nee. Was? Der muss, weil er jetzt nicht schnipft. Jetzt fasst er ja erst. Hier so. Ach so, ich verstehe. Jetzt so muss er. Ja, okay. Kriegst ihn jetzt drauf. Ein paar Meter, du. Warum? Schon wieder verdreht ist. Der dreht sich immer zurück. Kriegst du nicht rüber? Sieht so aus, ne? Ich verstehe das nicht. Ich guck mal, ob ich ihn von unten gepackt krieg. Seil ist auch zu kurz. Ich krieg die doch. Oder krieg ich die noch jetzt rüber? Du? Ja, das liegt auch daran, Andi, dass wir. Guck mal, wenn wir hier jetzt weiter hochkommen. Jetzt müsstest du ihn eigentlich. Kriegst du ihn nicht drauf gedrückt? Ja. Du musst doch raufgehen. Ne? Aber jetzt, Andi, wenn wir. Pass mal auf, ich lass mich mal jetzt. So, jetzt müssen wir ihn eigentlich, wenn wir ihn jetzt drauf kriegen, kriegen wir das Ding auf jeden Fall wieder rein. Weil kriegst du das Seil ja nicht reingehauen. Doch, kriegst du. Nee, ich glaube nicht, weil das sind von unten kriegst du ihn ja nicht eingehauen. Jetzt muss er drauf. War das die, hier, die beiden waren das, ne? Ja. Wir ziehen ihn einmal ein bisschen drauf. Ja, wie willst du jetzt das Seil denn einhaken? Zeig ich dir gleich. Hast du nicht. Meinst du nicht? Hast du einen Zehner da, dass du ihn einmal ein Stück runterziehen kannst? Ich halte mal ein bisschen bei. So, jetzt wieder lösen und dann die Unterlegscheibe dazwischen. Oder wir lassen ihn einfach weg. Ja. So. Aber wie willst du den denn jetzt einhaken? Indem ich ihn hier oben aushake. Ah. Das ist doch mal ein Angebot. Kriegst du ihn so rum? Ja, jetzt ist er drin. Jetzt ist er drin. Jetzt hat er nämlich verkackt. Und wenn wir ihn jetzt. Jetzt ist er drin, ne? Ja. Jetzt kann ich den auch ganz runterziehen. Ja, dann mach das mal. Dass der fest ist? Ja, ist fest jetzt. Sehr schön. Dann setze ich jetzt die Bolzen wieder ein. So, ich habe das Seil jetzt eingehakt. Ja, das ist schön. Kannst du jetzt die, ja, mach ich. Bin schon dabei. Die Schraube? Genau. Noch eine. So, ich hab, ja, kannst durchschieben jetzt. Sehr schön. Jetzt kannst du ein bisschen festziehen. So, dabei, ja. Handwarm. Ja. Hat er geschnäbelt? Nee, ich glaube noch nicht. Immer noch nicht? Doch, jetzt fühlt sich das an. Ja. Wo haben wir denn mal die 14. Nuss? Da, oder? Ja. Ja,
Also insgesamt, Herr Feldmann, mal abgesehen davon, dass das für Sie ungewöhnlich ist. Total ungewöhnlich. Ist das aber doch bisher eigentlich überschaubar noch. Überschaubar gelaufen, ne? Ja. Bierstelle? Ah, darauf bist du hinaus. Ja, Logo. Ich dachte, wir müssen mal so einen Etappensieg feiern. Müssen wir Ting Tang Tong machen, wir Bier holen? Oder soll ich das machen? Du kennst dich ja nicht aus jetzt. Ich kenne mich nicht, überhaupt nicht. Ja. Ja, du weißt ganz genau, wo das Bier nachher ist. Nachher hole ich noch Bärenmarke aus Versehen. Nee, aber wir können mal so, ich würde mal sagen. Zwischensieg. Wir holen uns jetzt mal ein Zwischenbier. Ja. Ne, ihr könnt euch auch mal was holen. Ja, genau, holt mal. Ist gleich Ploppzeit. 1, 2, 3. Du schon wieder. Ich schon wieder. Ja. Das war geklebt. Ja. Klebt fest. Klebt es. Prost. Ja, Skoll. Du, den musst du ja jetzt hier mit einem großen Kennzeichen fahren. Aber weil ich nur auf einer abgeschlossenen. Weil ich fahre ja auf einer abgeschlossenen Strecke in Bielefeld. Ach so, das ist eine Rennmaschine. Das ist eine Rennmaschine, ja. Ich mache auch noch Flammen auf die Seite und so. Hast du auch einen Rennanzug an und so? Ich hoffe ja, ich maul mich nicht mit dem Ding. Oh, das wäre scheiße. Mhm. Ist das alles Beton da oder wie ist ja. das? Ich bin gespannt. Also mir hat das letztes Jahr sehr viel Freude bereitet. Geht eigentlich immer im Kreis. Ja, und das dann die Seitenteile haben ungefähr so die Steigung. Und mhm. in den Spitzkehren sozusagen, da geht das bis 90 Grad. Nee. Aber da kann man doch nicht fahren, 90 Grad. Da muss richtig schnell sein, oder wie? Ja, du musst wohl mindestens 60 haben, um über diesen blauen Strich oder grünen Strich oder was wegzukommen. Und dann kommst du in die richtig geschmeidige. Aber dann fährst du doch nicht 90 Grad in der Kurve. Ja, also du fährst dann ziemlich so, ja. Muss auch vier, ich wollte ja früher auch immer vier Atü auf dem Kessel haben, hier auf der Räder. Nicht hier, ne? Nee, ja, das geht gar nicht, ne? Nee. Ich fand das ja auch immer so faszinierend, früher hier so die Steilbahnfahrer, mhm. so mit den Indians gefahren ja. und so, ne? Ja, ja. Ja, und wir haben ja hier im Dorf ein großes Silo, mhm. das ist auch aus Beton, und da haben wir schon mal die Idee gehabt. Hast du das schon mal ausprobiert? Nee, aber man müsste das mal machen, ja, man muss ja bloß so eine Anlaufstrecke ja, bauen. Ja, genau. So wie die das auch haben, aber ich glaube, das ist ganz ungewohnt. In so einer kleinen Tonne ja, so ja. zu fahren. Also das ist selbst auf dieser großen Strecke da in Bielefeld, ich weiß gar nicht, was das ist, 400 Meter Streckenlänge oder sowas. Mhm. Also selbst da kriegst du schon, habe nach 3-4 Bahnen krieg ich so einen Tunnelblick. So. Das war eine Radrennbahn, ist das nicht? Genau. Und da sind die früher auch mit diesen dicken Stehermotoren genau, ja, ja. gefahren, mit diesen Antani, 2 Liter. 2 Liter Schrittmacher-Dinger ja. da, ja, ja. So ein Ding habe ich gesehen im Museum. Wo wir im Ötztal waren, in diesem englischen Nationalmuseum, da dieses, was da oben im Timmelsjoch ist. Timmelsjoch von den Schreiberbrüdern. Ja, genau. Adila und Alban. Da stand so eine Karre. Das abgefackelte. 2 Liter so. Mhm. Ja, abgefackelt. Ja. Aber es sieht alles aus wie neu. Das ist auch neu. Ja, ist neu. Ja, ja. Ich fahre ja mit meiner Zündab dahin und ich nehme meine Rennkreidler mit. Die haben ja auch wieder fit den, gemacht. Den Muggelracer, oder? Ja, den Muggelracer, ja. Ja, auf der jeden ist ja Fall. Schon uralt. Ja. Und die haben wir jetzt auch wieder richtig fit gemacht. Das sehr ist gut. Total klasse. Die sind Checkerboard gefahren. Notkessel kannst du auch mitnehmen. Ja. Oh, Notkessel. Aber der hat ja zu viel Kubik. Nö, das nee? Kriegen wir durch. Ja? Ja, Christians Sohn fährt auch auf einer 125er. Oh, das ist ja. Und die Morini könnte ich ja auch Morini, mitnehmen. Du kannst nein, alles. Nein, wir haben. Nein. Pack ein, was du hast. Ja, aber so viel kann ich doch gar nicht mitnehmen. Ja, was reinpasst in drei, die, ja, genau, in die so Scheißkarre. Ja. Also ich meine, so einen Notkessel könnte ich zur Not ja auch bei mir noch reinschmeißen. Siehst du, den kannst du ja noch auf den Fahrersitz packen. Auf den Beifahrersitz. Aber ja. Oh, das wäre doch geil mit dem Notkessel da rumschüsseln. Oh, die brennt so geil. Ja, glaube ich. Da oh. fahren wir uns dort mit. Ja. Ja, lass mal machen. Schon, ich habe gar keine Lust mehr, hier weiter zu basteln. Wir können doch lieber mal in die Sonne setzen und ein paar Bier in die Wirkungstrinken. In die Bier schön in der Sonne. Du. Wirkungstrinken in der Sonne. Ja. Ich glaube, ihr habt da auch mal Verständnis für. Die Sonne scheint nämlich gerade. Wetter ist gut. Ja, und wir wollen mal jetzt Feierabend machen. Naja, Etappen. Ja, dann machen wir nächstes Mal weiter. Ja. Tschüss.
Bis bald. War gemein, ne? Ja, immer schön dran denken, Bier saufen.